Der Luther-Effekt ist etwas, was mit der Reformation in die Welt kommt, aber nicht beherrschbar ist, sondern sich selbstständig weiterentwickelt und einmal rund um die Welt geht und zum Teil auch zu uns zurückkehrt. Er ist nicht unbedingt mit der Person Martin Luther verknüpft. Luther steht hier mehr als Metapher für die Reformationen als einfach ein hier sehr bekannter Reformator. Aber immer gilt es hinzuzufügen, Luther war nicht der Einzige und er war weltweit gesehen bei weitem nicht der Wirkmächtigste. Det är väldigt trygghet att veta vart man än är i världen och hur ensam man än känner sig eller hur värdelös. Wir haben uns früh entschieden, uns zu bescheiden, kann man sagen. Man kann nicht alles zeigen und man darf auch nicht vergessen, die beste Ausstellung taugt nichts, wenn die Besucher nicht verstehen, was gesagt werden sollte. Und so fiel die Entscheidung, dass wir uns auf Fallbeispiele konzentrieren. Das ist ausgehend von den Reformationen des 16. Jahrhunderts, das Schwedische Reich der frühen Neuzeit als Beispiel für eine lutherische Staatskirche. Es sind die Vereinigten Staaten von Amerika als Beispiel für Auswandererkirchen. Und es sind Korea und Tansania im 20. und 21. Jahrhundert als Beispiele für Missionskirchen, die dann aber auch sehr schnell in die Selbstbestimmung übergehen. Wir können also in all diesen Ländern oder Kontinenten, muss man ja schon sagen, unterschiedliche Aspekte, unterschiedliche Modelle zeigen, wie sich Protestanten zu verschiedenen Zeiten unter unterschiedlichen räumlichen Gegebenheiten verhalten haben. Unsere fünf Reformwege, die sich dann auch zu Konfessionen verdichten, sind die Lutheraner, die Reformierten, die Täufer, die Anglikaner und auch ein Seitenblick auf die katholische Reform. Das fächert sich dann im Laufe der Ausstellung immer weiter auf. Thank you.